Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen oder liebe Zuschauer auf der Tribüne und auch draußen im Stream. Die Lage im Lande, was Umwelt und Natur angeht, ist weiterhin kritisch und weit von einer durchgreifenden Besserung entfernt. Das zeigte für einen Teilbereich schon der letzte Waldzustandsbericht des Umweltministeriums aus dem Jahr 2012. Die Situation der nordrhein-westfälischen Wälder ist nach wie vor schlecht. Der aktuelle Umweltbericht zeichnet kein besseres Gesamtbild. Das Bild ist traurig und Besserung nicht in Sicht. Arten sind bedroht, Habitate gehen verloren. Der Druck durch ungebremsten Flächenverbrauch nimmt zu. Wir finden großflächige und weiter akkumulierende Schadstoffbelastungen durch Kohlekraftwerke, ebenso großflächige und zunehmende Monokulturen, Industrialisierung der Landwirtschaft, Belastungen durch Dünger und Pestizide, eine zusätzliche Überdüngung durch Stickoxide aus dem Verkehr. Die Situation wird nicht besser dadurch, dass Nordrhein-Westfalen da kein Alleinstellungsmerkmal hat. BirdLife International hat im letzten Jahr festgestellt, dass die Bestände der Vögel offener Fluren in Europa seit den 1980ern um 80% zurückgegangen sind. Bei vielen Insekten sieht es ähnlich aus. Gerade gestern meldete BirdLife International, dass die Anzahl der vom Aussterben bedrohten Vogelarten in der Roten Liste 2013 weltweit so hoch ist wie noch nie. Man muss bedenken, dass diese Arten nur Indikatoren sind für komplette Habitate und ganze Ökosysteme. Die Biodiversität hat schon stark abgenommen. Man spricht schon von einem Massenaussterben, das so schnell geschieht, wie man es sonst nur von geologischen Großereignissen kennt. Es ist aber nur das Anthropozän, das ziemlich mies anfängt. Und wir stehen hier ernsthaft in der Verantwortung, unser Schärflein zu einer eindeutigen Verbesserung im Lande beizutragen. Die vorhandenen Schäden sind Ergebnisse von dem menschlichen Maßstab langen Fehlentwicklungen über mehrere Generationen. Und so darf man dann auch keine schnelle Besserung etwa in Jahresfrist erwarten. Im aktuellen Umweltbericht gibt es keine nennenswerten Verbesserungen, obwohl der sich auf einen mittelfristigen, mehrjährigen Zeitraum bezieht. Die Erkenntnis ist also, dass die bisherigen Anstrengungen, die wir durchaus anerkennen, nicht ausreichen, bei weitem nicht ausreichen. Und das wiederum kann nur eine Konsequenz haben. Der Einsatz muss massiv verbessert werden. Es geht beim Umweltschutz aber nicht nur um Natur und auch um den Menschen. Umweltschutz kostet nicht, wenn man sich die Behandlung von Krankheiten sparen kann, die durch unsere Wirtschaftsweise und den rücksichtslosen Umgang mit der Biosphäre als großen Müllabladeplatz entstehen. Wir sehen in allen Bereichen immer nur ein Erkennen der Probleme, aber ein zu zaghaftes Angreifen. Wir vermissen ein wirklich stringentes Gesamtkonzept in Nordrhein-Westfalen. Der Landesentwicklungsplan wird zu einer kräftigen Hebelstange werden müssen, um einen Teil der Gesamtproblematik angehen zu können. Das zarte Kleinkind-Klimaschutzgesetz muss kräftig aufgemästet werden. Forstgesetz, neues Jagdgesetz. Es ist viel klein-klein, aber insgesamt ist es alles noch zu wenig und geht nicht wirklich Hand in Hand. Wir wissen natürlich auch, dass Berlin und Brüssel nicht immer hilfreich agieren. Es liegt eben nicht nur an Nordrhein-Westfalen alleine. Wir hegen auch große Befürchtungen, was die geplanten Freihandelsabsprachen angeht, die schlimmer sind als alles, was es bisher in dem Bereich gab, TTIP und Konsorten. Das wird ein schäbiger Wettlauf hin zu den niedrigsten und schlechtest möglichen Standards, ein schleichender, multinationaler, neokonservativer Staatsstreich. Wenn das kommt, hat das auch auf Umwelt und Natur Auswirkungen, die nur noch als Ökozid bezeichnet werden können. Ja, Herr Höhne, das tut weh. Fast unglaublich ist, dass sogar der langsame Koloss EU schon reagiert und ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der Zustände im Vogelschutzgebiet Hellwegbörde eingeleitet hat. Will eine rot-grüne Regierung sich wirklich nachsagen lassen, so langsam und schlecht zu agieren, dass es sogar der Europäischen Kommission auffällt? Wir erwarten von der Landesregierung deutlich mehr, als sie bisher geleistet hat. Wir erwarten deutliche Besserung, nicht nur in der Hellwegbörde. Wir erwarten klare Ansätze und klare Ansagen zu Themen wie Suffizienz oder weiter so. Oder weiter mit dem fortgesetzten bedingungslosen Primat einer degenerativen Wirtschaftsweise oder konsequenter ökosozialer Umbau. Wir können nach 4 Jahren Rot-Grün kein besseres Zeugnis ausstellen, als Sie haben sich manchmal bemüht, ohne den Rahmen Ihrer Möglichkeiten auszuschöpfen oder zu erweitern. Sie müssen aber Ihre Möglichkeiten ausschöpfen, ausbauen, ausnutzen
Oder besser gesagt, wir alle müssen unsere Möglichkeiten ausbauen, ausnutzen und Fakten schaffen, die wirklich etwas verschlagen. Und da werden wir auch mehr brauchen in Zukunft als die 1,5%, die jetzt im Landeshaushalt vorgesehen sind. Das gibt's alles nicht zum Nulltarif. Und ich wünsche uns, dass die nächsten Reden hier bereits im Laufe des folgenden Jahres von mehr Optimismus geprägt sein können und dass das Zeugnis am Ende der Legislatur besser ausfallen kann für die Landesregierung. Wir können uns ein weiter so nicht leisten. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Rohwedder. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Remmel.